So Leute, willkommen zurück bei LEGS. Ich bin euer Bombay. Timo und Faye sind gerade noch nicht da, aber ich mache schon mal die Anmoderation. Und zwar, die Boys von Shisha Syndicate haben mich angeschrieben, Leute. Eine wirklich hohe Ehre für uns. Shisha Syndicate ist eine Shisha-Marke, eine Shisha-Tabak-Marke, die jetzt vor kurzem erst rausgekommen ist. Beziehungsweise, ich bin mir gar nicht sicher, ob die vorher schon mal vielleicht auch unter einem anderen Namen schon mal irgendwie in dem Business waren. Ist aber auch egal, Leute. Und zwar, Shisha Syndicate hat vergangenes Wochenende 6 Sorten rausgebracht, Leute. Die werde ich jetzt auch mal kurz alle vorlesen. Und zwar einmal Bam Bam, einmal Take 3, einmal Uluduck, einmal Shave, Majin Buu und einmal Bad Psch. Wir werden in den kommenden Tagen jeweils immer ein Video machen, wo wir 2 Tabaks testen werden, Leute, ja. Das Ganze ist nicht wie ein Shisha-Samstag, sondern wir werden die Tabaks mal einfach ganz gechillt rauchen, Leute. Also Freunde, noch ein paar allgemeine Daten. Shisha Syndicates Tabak kosten 17,90 € für 200 Gramm. Ganz normaler Preis also. Shisha Syndicate hat die Dosen von True Passion. Dann werde ich jetzt stellvertretend für all die anderen Videos auch mal einmal auf den Schnitt eingehen, Leute. Der Schnitt bei Shisha Syndicate, ich habe ja schon hier die 2 Köpfe gebaut, könnte besser sein, sage ich euch ganz ehrlich. Aber wo ein Wille ist, ist ein Weg, Leute. Und zwar jetzt werde ich mal hier auf den Schnitt mich fokussieren. Und da kann man halt ein bisschen sehen, dass da halt so Strunk mit drin ist, ja. Der Strunk hält sich aber wirklich in Grenzen, ist wirklich fein und man kann den auch, wie gesagt, wo ein Wille ist, ist ein Weg, Leute. Und man kann den halt wirklich gut in dem Kopf verarbeiten und da kommt kein Frust auf, so wie ich das vielleicht von manch anderen billigen Tabaks kenne, wo der Schnitt halt wirklich schlecht ist. So Leute, dann hier in der ersten Folge testen wir wahrscheinlich die beiden Aushängeschilder von den neuen Sorten, beziehungsweise ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, die neuen Sorten, die klingen irgendwie alle irgendwie ein bisschen geil. Also wirklich, ich habe bei allen 6 Sorten, denke ich mir, boah, muss ich testen? Und zwar, wir testen aber heute in diesem ersten Video, wo jetzt gleich Timo und Faye eben noch dazu stoßen werden, wir testen einmal den Shave. Der ist angegeben mit Cola Orange, ganz klar Mezzu-Mix, ja, wo ich auch von hier aus mal ganz klar einen Kuss auf die Eichel Richtung Shisha Syndicate abschicken muss, weil ich in der Vergangenheit mit dem Gedanken gespielt habe, mir mal wieder so einen richtig geilen Cola-Orange-Tabak zu holen. Aber da ich mir so viel neuen Tabak immer hole, alleine durch die Shams, da komme ich gar nicht dazu, mir irgendwie das zu holen, was ich will. Da habt ihr voll meine Mind gereadet. Also wie gesagt, Kuss auf die Eichel einmal an der Stelle. Und dann haben wir hier in der linken Pfeife mit direkter Hitze KS Apo, 3 Kohle Kaminkopf, Shisha Syndicate Uluduck. Ich habe mir sagen lassen, das ist eine türkische Limonade. Ich kenne die überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Keine Ahnung, vielleicht mal irgendwo gesehen, aber ich kenne sie tatsächlich gar nicht. Und ja, wir haben hier übrigens die indirekte Hitze mit Shisha Bucks Sky Bowl V2 und dem Regular Shisha Bucks Stratos. Und ich zeige euch mal kurz an der Stelle ganz genau, wie ich den Kopf gebaut habe, damit ihr euch davon auch mal ein Bild machen könnt. Und zwar hier haben wir jetzt den indirekte Hitzekopf, wie gesagt, die Shisha Bucks Bowl an der Stelle. Und dann gehen wir mal rüber. Und dann haben wir hier den Uluduck in einem direkte Hitzekopf gebaut, Leute. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich mache schon mal die Anmoderation. Sieh zu, dass du hier runterkommst. Ja, komm, lass loslegen. Wir scheißen jetzt mal kurz auf Faye. Wir haben einen Ersatz gefunden, das ist Julia. Die hat auch schon 2-mal Shisha geraucht, also ist sie bestens qualifiziert hierfür. Das war übrigens kein Witz, ne, dass wir anfangen, ich weiß nicht. Achso, ja, lass mich vorhin schon trinken. Einmal mit Profis arbeiten. Was ist das am Knallen? Ist schon anders, oder? Sehr, läuft schon. Folge? Ja. Ja. Lau? Ja, sehr. Boah, ich schwör, tauscht mal, ich muss das Namensschild ändern. Achso, jo, stimmt. Boah, ich hab mich schon mal irgendwas falsch gemacht. Also hier bei indirekte Hitze muss ich sagen, gibt der ein bisschen nach. Ist, glaube ich, ein bisschen zu heiß. Ich hätte wahrscheinlich noch ein bisschen mehr pressen können. Aber bis jetzt eigentlich ganz gut. Also ich finde bei dem Uluduck, da ist so eine süße Note, wenn du zuerst ziehst. Aber so beim Auspusten, das wird immer so ein bisschen saurer. Aber schmeckt das wie ein Getränk? 1:1 für das Getränk schmeckt das jetzt nicht. Was ist besser von den beiden? Also jetzt von den Köpfen meine ich jetzt. Boah, kommt drauf an, wen du fragst, ey. Aber den finde ich jetzt eigentlich ganz nice, so für den Geschmack. Den Uluduck. Also den hier. Den, genau, direkt den. Ich finde, er schmeckt jetzt nicht 1:1 wie ein Uluduck, aber der hat irgendwie was. Also ich muss kurz mal noch was anderes einstreuen. Ich finde die Pfeife viel geiler als die zu ziehen. Weil, ihr wisstet ja nicht, aber wir kriegen ja leider immer nur die Pfeife vorgesetzt. Das hat aber tatsächlich nichts mit der Pfeife zu tun. Sondern mit der Hierarchie. Also ich glaube, der Tabak ist eigentlich auch ganz nice. Also der Grundgeschmack, aber ich glaube, der kommt irgendwie nicht mit der Hitze gerade so ein bisschen zurecht. Ja, ich hätte, glaube ich, echt noch mehr pressen können. Aber ich muss sagen, bis jetzt auch, wenn er jetzt mit der indirekten Hitze am Struggeln ist, vom Geschmacklichen her ist das eine richtige
Explosionsbombe. Ja. Also der ist deutlich kräftiger als der Uludag jetzt, aber ja. Ich finde das gar nicht schlimm, dass er so kräftig ist. Das finde ich eigentlich richtig geil. Aber vom Geschmack, also dieser Cola-Geschmack ist auch eigentlich ganz nice. Jo. Der ist richtig geil getroffen. Aber ich muss sagen, ich weiß noch nicht genau, was ich mit dem Geschmack hier anfangen soll. Das ist echt nicht gut. Ich weiß nicht, ob der Geschmack jetzt geil ist oder ob der mich nach einer Zeit abfällt. Ja, will. Das habe ich auch so, dieses Struggle, was ich gerade gesagt hatte. Gerade hatte ich wieder so Züge, wo ich fand, der war gut. Aber anfangs hatte ich auch so Züge, wo ich dachte, Wollen wir tauschen? Würde ich sagen. Doch, ich muss aber echt sagen, ab und an hast du so ein, zwei Züge, da schmeckst du echt so ein Uludag raus. Aber ich glaube auch, das ist so ein Tabak, den kannst du nicht die ganze Zeit rauchen. Nee. Den auf keinen Fall. Also ich würde jetzt auch gerade nur den wieder ziehen. Können wir mal voll funky drauf sein und den Kopf tauschen. Aber das Gute ist, ich habe heute Erste-Hilfe-Kurs gemacht. Also falls Bombe jetzt Verbrennung dritten Grades hat, kann ich das hier alles beheben. Doch, aber ich finde den Uludag eigentlich, also jetzt völlig unvoreingenommen vom Getränk, weil ich das überhaupt nicht kenne, finde ich den eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Aber bis jetzt machen die Tabaks von Shisha Syndicate auf jeden Fall richtig guten Eindruck, muss ich sagen. Ah, das auf jeden Fall. Wenn ich jetzt bei dem Video so ein kleines Endfazit nennen müsste, oder was mir besser gefallen würde, würde ich sagen auf jeden Fall, wie ist der Shave? Da ist für mich persönlich der Shave besser, weil ich finde, das ist so ein geiler Cola-Geschmack, der auch schon eigentlich wieder so ein einzigartiger Geschmack ist. Ja, also ich fand den auch gut, aber ich finde den Uludag auch echt. Ja, also klar, also soll jetzt nicht schwächer werden. Also wenn ihr eine Shisha-Bar sein würde, welchen würdet ihr hier nehmen? Ich würde den Shave. Okay, ey, ich glaube ich auch. Also klar, Uludag ist auch geil, aber Cola Orange ist halt ein geiler Geschmack. Ja, und das ist auch generell gängiger, glaube ich. Also ich finde, die Orange kriege ich jetzt nicht so richtig raus, aber es ist einfach eine Cola-Bombe. Ja, ne? Wirklich. Wie du gesagt hast. Also du hast ja einfach heftigen Cola-Geschmack, ja. So 100%. Unabhängig jetzt vom Shishamstag würde ich aber trotzdem sagen, bei denen würde ich mindestens 4 Sterne geben, bei dem Cola-Ding. Und bei dem Uludag nicht? Ja, Uludag bin ich so bei 3. Wobei ich aber auch echt sagen muss, der Uludag ist mehr so der Tabak, der ist so spezieller. Ja. Weißt du, der, ich glaube halt, so der Uludag, paar Köpfe hintereinander, der fuckt dich ab. Wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ja, welchen ich kaufen würde, würde ich den Cola-Tabak auf jeden Fall nehmen. So. Bei dem Uludag, keine Ahnung, ey. Ich meine, der ist ganz nice für ein paar Züge, aber ich glaube, man ist relativ schnell satt davon. Ja. Der ist sehr speziell, ja. Ich glaube, du brauchst dich schnell satt an dem, ja. Ja, pass auf. Dann beenden wir das erste Video für die Shisha Syndicates. Wir werden jetzt mal ein kleines Spiel machen, welchen Tabak wir in dem zweiten Video machen werden oder welche beiden Tabaks. Okay. Ich stelle jetzt hin und jeder von euch sagt eine Zahl zwischen 1 und 4. 2,5. Timo ist raus. So, Timo, eine Nummer bitte zwischen 1 und 4. 1. Okay, dann haben wir als erstes schon mal für das zweite Video den Bam Bam. So, Faye, einmal bitte. Nummer zwischen 1 und 3 jetzt nur noch. 2. Goldene Mitte. Dann haben wir den Majin Buu. Der ist von, habt ihr mir gestern gesagt, Dragon Ball oder so. Womit ist der angegeben? Red Bubble und Pink Juice. Und der Bam Bam? Er hat der Vanille Cream Kaugummi. Der hört sich erstmal pervers an, finde ich. Aber pervers eklig irgendwie so. Yo. Ja, okay, das werden wir dann im zweiten Video zu den neu rausgekommenen Sorten von Shisha Syndicate rausfinden. Das erste Video beenden wir an der Stelle. Shisha Syndicate macht soweit einen richtig guten Eindruck, ne? Ganz ehrlich. Auf jeden Fall richtig solide. Vor allen Dingen der Shisha Shave, der ist echt nochmal rausgestochen. Also geiler Cola, orange Tabak. Ja. Okay, dann sind wir raus mit dem ersten Video. Wir sehen uns im zweiten Video, Leute. Guten Raum, Leute. Da war voll der Remix zwischen Wieder und Video. Ja. Video. Okay, wir sehen uns im zweiten Video wieder, Leute. Ciao.